Und vielleicht noch was dazu? Danke. Was darf ich mir zu trinken bringen? Ein Mineralwasser, bitte. Danke. Du, ich dachte, wir hätten uns nichts mehr zu sagen und unsere Rechtsanwälte regeln, wer jetzt von wem was zu kriegen hat. Da kämst du aber schlecht bei weg. Machst du dir Sorgen um mich? Das nur auch wieder nicht. Oder willst du dich dafür entschuldigen, dass du mich die ganzen Jahre über mit einem anderen betrogen hast? Weißt du, was mein Fehler war? Dass ich nicht schon viel früher die Scheidung eingereicht habe. Du hast dich verändert. Du, wir haben uns beide verändert. Was ich dir eigentlich sagen wollte, war, dass ich in 4 Wochen, wenn alles abgewickelt ist, für immer nach Neuseeland gehe, zu meinem Bruder. Du, wenn ich versuche, wieder der Mensch zu werden, der ich mal war, als wir uns kennengelernt haben. Vergiss es einfach. Lass mich raten. Die Küche ist abgebrannt und es gibt heute kein Abendbrot. Ganz genau. Macht nichts. Hab sowieso keinen Hunger. Aber probieren möchtest du, hm? Ja. Hm. Du, ich muss heute Abend noch mal weg. Das dachte ich mir. Was dachtest du dir? Dass du noch mal weg musst. Die Bereichsleiter haben nur Abendszeit. Was hast du heute so gemacht? Gropius? Nein, kann ich nicht. Ja. Und du könntest dich darum kümmern, dass der Vierlinger heute mal dabei ist. Ja, bis gleich. Idiot. Was macht die Umschulung? Siehst du ja. Bin fleißig. Wenigstens einer. Komm nicht wieder so spät. Nein, nein. Und trink nicht so viel, hörst du? Versprochen. Ja, hallo?
Frau Westphal? Ach, da bist du ja. Starrst du mich so an? Wieso bist du schon zurück? Willst du nicht rangehen? Zu spät nicht mehr. Hör bitte auf, mich so anzustarren. Ich habe Tee aufgesetzt. Die Sitzung ist ausgefallen. Es waren zu wenig Leute da. Wo warst du eigentlich? Für mich brauchst du keinen Tee zu machen. Willst du mir nicht sagen, wo du warst? Ich war im Kino. Was für ein Film? Ein Psychothriller. Aber war ausverkauft. Ich gehe jetzt schlafen. Seit wann schläfst du hier? Ab jetzt. Das musst du mir erklären. Ich muss dir gar nichts erklären. Bitte lass mich jetzt allein. Der war schon länger da. Wer hat sie denn gefunden? Der Zeitungsbote. Ist er erwürgt worden oder siehst du da noch was anderes? Nee, sie ist erwürgt worden. Sonst habe ich nichts gefunden. Die Kerzen sind komplett runtergebrannt. Was hätt's denn gegeben? Rehbraten gespickt. Und die Tatzeit muss ich selber schätzen. Hm? Leider ja, Leo. Also erstmal. Ja, das war's. Also, servus. Ja, sehen uns dann 14 Uhr. Schon was gefunden? Einverstanden. Bis später. Axel hat was für dich im Haus gegenüber. Zeugen. Naja, vielleicht Zeugen. Leo, wenn dich Rudmann erwischt, dann bist du dran. Schon passiert. Handschuhe, Leo. Wie ist denn das? Wenn eine Hausfrau was überkocht, dann macht sie das doch weg, oder? Musst du Riedmann fragen, der ist bei uns die Hausfrau. Der Herd war jedenfalls abgestellt. Ja, ja, aber der Dreck ist nicht weggemacht worden. Die Frage ist also, wer hat den Herd abgestellt? Und jetzt lassen wir die Spurensicherung rein.
Na, geht's dir besser? Wieso? Gut geschlafen? Ich habe gar nicht geschlafen. Was ist los, Jutta? Fragst du das mich oder fragst du das uns? Wenn du willst, frage ich das uns. Dich solltest du fragen. Dich allein, warum du so ein dreckiges, verlogenes Leben führst. Und was für ein Mensch du bist, das solltest du dich fragen. Was für ein Mensch bin ich denn? Ich war gestern mit meinem Wagen vor ihrem Haus. Und ich habe gesehen, wie du rausgerannt und weggerast bist. Du hast sie umgebracht. Jetzt sind wir dran. Zwei Häuser weiter. Das macht ihr beide mal. Ich fahr ins Präsidium. Ja? Wie geht's weiter? Im Haus gegenüber geht's weiter. Das ist der Westphal. Guten Tag. Ja, danke. Wir untersuchen gerade den Tod Ihrer Frau. Ich verstehe überhaupt nichts. Ihre Frau ist tot. Haben Sie das nicht gewusst? Eine Nachbarin hat mich angerufen. Kann ich Sigrid sehen? Mein Gott, wie furchtbar. Wo können wir miteinander reden? In meinem alten Arbeitszimmer, das ist oben. Und ich schaue mich im Zimmer der Toten um. Ich bin Bauingenieur. Statiker. Freischaffend. Und wo wohnen Sie jetzt? Ich wohne wieder bei meiner Mutter. Setzen Sie sich irgendwo hin. Arme Sigrid. Nach der Scheidung wollte sie frei sein. Frei für ein schönes neues Leben. Was gab es denn für Gründe für die Scheidung? 1001. Und der eine? Und der eine? Sie würden sagen, dass ich straffällig geworden bin. Und was würden Sie sagen? Ich habe eine Erfindung gemacht und war zu dämlich, sie wirtschaftlich durchzusetzen. Ihre Kollegen nannten das einen betrügerischen Bankrott oder Konkurs oder sowas. Haben Sie Kinder? Nein. Sie wollte keine. Tja, und jetzt ist alles vorbei. Was hing denn da? Da. Unser Hochzeitsbild. Als ich hier raus musste, habe ich es mitgenommen. Ich liebe sie immer noch. Sie werden das Haus jetzt erben. Ja. Wer sonst? Ja. Was meinen Sie, wo sollten wir anfangen, wenn wir den Mörder Ihrer Frau finden wollen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hat Ihre Frau einen Freund? Ja, sie hat einen Freund. Daraus hat sie nie ein Geheimnis gemacht. Wissen Sie, wie der Freund heißt und wo er wohnt? Nein, das weiß ich nicht. Wie sind Sie denn hergekommen? Sollen wir Sie fahren? Nein, meine Mutter hat mir ihren Wagen gegeben. War Ihre Frau eigentlich vermögend? Ach, das weiß ich nicht. Nicht wirklich. Sie hat ihr Geld immer gut zusammengehalten. Ja, ja, bis auf das eine Mal, ihren Bankrott. Ja, das war der Punkt. Sie melden sich? Wir melden uns. So, jetzt zu uns. Zwei Häuser weiter, Leo. Ja, und was erfahre ich da? Dass Frau Westphal einen Freund hatte. Das ist ja nicht neu. Das macht ihr beiden mal. Ich fahre ins Präsidium. Wir sehen uns dann. Bis später. Oder?
Was vergessen? Sie haben mich gar nicht gefragt, wann ich meine Frau das letzte Mal gesehen habe. Und wann war das? Gestern Nachmittag erst in einem Café. Warum? Sie wollte mir mitteilen, dass sie für immer verschwindet. Nach Neuseeland zu ihrem Bruder. Willst du nicht rangehen? Ja, Gropius? Nein, das geht nicht. Mein Mann ist krank. Er ist beim Arzt. Nein, das geht auch nicht. Wiederhören. Deine Firma. Irgendwann klingelt es und dann werden sie dich haben. Die ganze Straße spricht doch von deiner Liebschaft. Was soll ich machen? Du solltest dich der Polizei stellen. Aber ich habe sie, Gret, nicht umgebracht. Mein Gott, dann geh hin zur Polizei, sage, ich war da, aber ich habe sie nicht umgebracht. Das glauben die mir doch nie. Was willst du also machen? Ich weiß es nicht. Siehst du? Genau deswegen solltest du über dein dreckiges, verlogenes Leben nachdenken. Bitte. Lass mich jetzt nicht allein. Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich liebe? Und du hast mich belogen, du hast mich immer wieder belogen. Aber ich habe sie nicht umgebracht. Warum sollte ich sie umbringen? Weil sie dich verlassen wollte. Weil sie weg wollte nach Neuseeland, aber ohne dich. Das kannst du nicht wissen. Tag, Frau Gropius. Ich brauche Ihre Unterschrift. Jedenfalls danke, Doktor, für den Zwischenbericht. Wieder. Ja, Kreis hier, Moment. Wieso seid ihr schon hier? Ja? Nee, das sollen die von K3 machen. Wir nicht. Ende. Du, Leo, da war nix. Was haltet ihr eigentlich von Herrn Westphal? Da fällt mir nicht viel ein. Über den sollten wir erst reden, wenn wir die Vermögensverhältnisse seiner Frau kennen. Aber so ein Haus ist doch ganz schön. Ich weiß nicht, er hat auf mich einen ziemlich offenen Eindruck gemacht. Was heißt das schon? Also vom Doktor gibt's einen Zwischenbericht. Todeszeit etwa 21 Uhr. Keine Spuren von Abwehr oder Kampf bei Sigrid Westphal. Eigentlich kannst du es dir aussuchen, Leo. Entweder der Mann oder der Liebhaber. Und so sieht er aus, der Liebhaber. Hat er auch einen Namen? Nein, und auch keine Adresse. Könnte doch ihr Bruder sein, oder? Eine Menge Geld hat sie, eine runde Million. Ich habe ihre Kontoauszüge gefunden. Na, dann wird es ja langsam interessant. Mich beschäftigt immer noch der Herd in ihrer Küche. Irgendjemand hat die überkochenden Kartoffeln abgestellt, aber den Herd nicht sauber gemacht. Und Frau Westphal hätte das sicher getan. Willst du sagen, dass jemand anderer da war? Ja, nur Männer, die zum Morden vorbeikommen, interessieren sich nicht sonderlich für überkochende Kartoffeln. Eine Frau war dort. Nochmal. Drei Häuser weiter ist eine Familie vom Geburtstag der Großmutter gekommen, so gegen 9 Uhr abends. Und die haben gesehen, wie eine Frau im Haus von Westphal verschwunden ist. Sie konnten sie nicht genau beschreiben, sie war ungefähr 25 bis 30 Jahre alt. Haben Sie einen Wagen gesehen? Nein, haben Sie nicht. Dann müssen wir die Karten völlig neu mischen. Ja, Kassier? Wie heißt die?
Oh ja, bitte bringen Sie ihn gleich rauf. Ende. Auf jeden Fall hat die Spurensicherung Fingerspuren vom Topf und vom Deckel genommen. Und auf deine werden wir natürlich verzichten, Leo. Da bin ich aber erleichtert. Leo, wir sind nicht ohne Bewunderung für dich. Das kann ich ja kaum annehmen. Darf ich jetzt mal wissen, wer kommt? Frau Westphal, die Mutter von Alex Westphal. Was wird denn das? Ja, bitte. Guten Tag, Frau Westphal. Mein Name ist Kress. Guten Tag. Das sind meine Mitarbeiter. Möchten Sie ablegen? Danke, so lange bleibe ich nicht. Bitte nehmen Sie Platz. Ich weiß nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Ich habe die Frau meines Sohnes nie besonders gemocht. Das muss ich schon sagen. Trotzdem ist es schrecklich, dieser Mord. Aber mein Sohn hat seine Frau heiß und innig geliebt. Und deshalb bin ich hier. Deswegen sind Sie hier? Falls Sie über ihn nachdenken. Wir denken über ihn nach. Mein Sohn ist kein Mörder. Vielleicht ist er etwas leichtsinnig. Aber das ist es auch schon. Frau Westphal, so weit waren wir noch gar nicht. Sie müssen sich über ihn keine Gedanken machen. Welche Uhrzeit war es? Wann wurde seine Frau umgebracht? Naja, egal. Jedenfalls war mein Sohn an dem betreffenden Abend bei mir. Zu Hause. Weiß Ihr Sohn, dass Sie hier bei uns sind? Das muss er nicht wissen. Alex? Alex? Ich bin schon da. Wo warst du denn? Ich mache uns einen Tee. Das hätten wir uns auch nicht träumen lassen, dass wir eines Tages in einen Mordfall verwickelt sind. Sind wir doch gar nicht. Das habe ich der Polizei auch gesagt. Du hast was? Ich war bei der Mordkommission. Ganz reizende Leute. Machst du bitte den Kühlschrank zu? Was wolltest du dort? Ihnen sagen, dass du mit der ganzen Sache nichts zu tun hast. Sag mal, weißt du eigentlich, was du da gemacht hast? Ja, klar. Ihnen gesagt, dass du den ganzen Abend lang hier bei mir warst. Was ist eigentlich los? Ich war aber nicht den ganzen Abend hier. Schrei mich bitte nicht an. Ist doch egal. Dann kommen Sie wenigstens nicht auf dumme Gedanken. Ich werde noch wahnsinnig. Oder wolltest du mir mit dem Satz, ich war aber nicht den ganzen Abend hier, mitteilen, dass du deine Frau umgebracht hast? Nein. Natürlich nicht. Alex? Würdest du bitte den restlichen Einkauf wegräumen? Bitte mach das Licht aus. Da du nicht mehr mit mir sprichst, werde ich jetzt etwas unternehmen. Was willst du unternehmen? Ich gehe zur Polizei. Und was willst du denen sagen? Dass dein Mann Sigrid Westphal umgebracht hat, das kannst du gar nicht. So halte ich das nicht mehr aus. Warum glaubst du mir nicht? Weil du mich schon so oft belogen hast. Aber hier geht es um unsere Existenz. Es ging auch vorher um unsere Existenz. Es tut mir leid. Komm mit. Dann haben wir es hinter uns.
Was ist? Was willst du denen erzählen, wenn sie dich fragen, warum du in dieser Nacht zum Haus von Sigrid gefahren bist? Weil ich deine Geliebte zur Rede stellen wollte. Sag das nochmal. Weil ich sie zur Rede stellen wollte. Und dann? Dann habe ich sie tot aufgefunden. Erwürgt. Was ich sehen konnte. Was starrst du mich so an? Das müssen sie dir nicht glauben. Das werden sie dir auch nicht glauben. Aber ich habe sie nicht umgebracht. Und warum hast du dann nicht die Polizei geholt? Warum hast du den Mord nicht gemeldet? Weil ich dachte, du warst es. Du. Wer denn sonst? Wer sonst? Jemand, der ein Motiv hatte. Was für ein Motiv? Eifersucht zum Beispiel. Eine betrogene Ehefrau, die die Geliebte zur Rede stellen will zum Beispiel. Und wie soll ich sie erwürgt haben? Das musst du wissen. Axel, wir gehen jetzt. Gleich. Eigentlich wissen wir zu wenig über die Tote. Na, Werner Riedmann ist ja noch nicht fertig. Etwas über 200.000 Mark hat Alex Westphal seine Frau gekostet mit der Pleite. Die Gefängnisstrafe war auf Bewährung. Arbeitslos ist er. Lebt von Sozialhilfe. Ja, dann war ihr Tod wohl die Lösung für ihn. Bevor sie nach Neuseeland verschwinden konnte. Apparat Kress, Richter? Ja, ich sag Bescheid. Riedmann legt eine Nachtschicht ein. Hm. Wisst ihr, was er morgen früh macht? Nein, noch nicht. Aber gleich. Ihr nehmt das Foto, fahrt zu den Nachbarn von Frau Westphal und fragt, ob jemand diesen Mann kennt oder etwas über seinen Wagen weiß. Und dabei fragt er gleich noch mal nach dieser Frau, die zur Tatzeit im Haus von Frau Westphal verschwunden ist. Alles klar, Herr Kommissar. Alex? Irgendetwas, von dem du glaubst, dass du es mir nicht sagen sollst? Dass du mir voll und ganz vertrauen kannst, das weißt du doch. Ich habe keine Geheimnisse vor dir. Es gibt nichts auf dieser Welt, was wir zu zweit nicht durchstehen können. Sie war eine Schlampe. Da wollen wir einander nichts vormachen. Ich will jetzt nicht darüber reden, Mutter. Ich schon. Ich, ja. Immer wieder sind Menschen, die sich beleidigt und erniedrigt fühlten, eines Tages aufgestanden und haben sich gewehrt. Und haben getötet. Ja. Du kannst dir vorstellen, dass ich Sigrid getötet habe. Ja. Es macht dir nichts aus, mit mir zusammenzuleben? Nein. Ich bin deine Mutter. Ich habe dir nicht vorgeworfen, dass du sie geheiratet hast. Doch, das hast du. Sie war ein Miststück. Aber du warst blind. Du hast nicht gesehen, wer sie ist. Sie hätte deinen Konkurs verhindern können, aber das wollte sie nicht. Jetzt bist du vorbestraft. Ich bin nur froh, dass dein Vater das nicht mehr erlebt hat. Das hätte ihn umgebracht. Entschuldige.
Ja? Chris hier. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn wir uns heute noch treffen? Ich weiß, es ist etwas spät. Nein, es macht mir nichts aus. Nein, bis gleich. Chris, er will mich noch mal sehen. Geht schon los. Du warst den ganzen Abend bei mir. Ich war joggen, Mutter. Du warst nicht joggen. Wenn ich dich störe, muss es sein. Ich weiß nicht so richtig, was du hier eigentlich suchst. Herr Westphal kommt gleich. Wir haben inzwischen angefangen, auch über ihn als Täter nachzudenken. Gerd Axel und ich. Wurde auch Zeit. Meint ihr? Es gibt keine Briefe von Ihrem Freund. Merkwürdig. Und jetzt jede Menge Geschäftsunterlagen von Ihrem Mann. Sie haben noch einen Schlüssel? Ja, Sie können ihn haben. Nee, danke. Wird ja jetzt sowieso Ihr Haus, denke ich. Ja, kommen Sie. Setzen Sie sich. Berührt es Sie, hier zu sein? Ja. Jetzt, wo meine Mutter bei Ihnen war, lässt sich die Frage wohl nicht vermeiden. Welche Frage? Wo ich war an dem Abend. Nee, lässt sich nicht vermeiden. Ich war nicht die ganze Zeit bei meiner Mutter. Ich war joggen abends, so zwischen 9:30 und 10:30. Das ist meine Zeit. Und haben Sie da jemanden getroffen, der sonst auch um diese Zeit unterwegs ist? Nein, gestern nicht. Ist nicht so gut. Was soll ich machen? Wir werden morgen darüber ein Protokoll aufnehmen. Bei allem, was Sie über mich denken, möchte ich, dass Sie wissen, ich habe meine Frau geliebt. Das zählt auch. Dass Sie jemanden lieben, schließt nichts aus. Gar nichts. Das ist mein Kollege Riedmann. Ich habe noch ein Foto gefunden. Wir nehmen an, dass das der Freund Ihrer Frau ist. Kennen Sie ihn? Nein, ich kenne ihn nicht. Kehlkopf und das Zungenbein sind gebrochen. Und sag bloß nicht, eine Frau kann das nicht. Sag ich doch gar nicht. Übrigens, auf dem Kochtopfdeckel, da sind nicht nur deine Fingerspuren drauf und die der Toten, da gibt's noch andere. Der Typ fährt den Wagen einer Kaffeefirma. Da ist so eine Palme drauf, der hat sich krank gemeldet. Er heißt Gropius. Hagen Gropius. Pass mal in meine Manteltasche. Und nun drück die Wiederholtaste.
Gropius. Der letzte Anruf, Gropius. Sie sollten sich was schämen. Das macht er auch, ehrlich. Ja, Gropius? Guten Tag. Guten Tag, Frau Gropius. Ja? Wir sind von der Polizei. Mein Mann ist nicht da. Woher wissen Sie denn, dass wir zu Ihrem Mann wollen? Das weiß ich auch nicht. Ich bin ganz durcheinander. Können wir reinkommen? Ja. Danke. Ihr Mann hat sich in seiner Firma krank gemeldet. Worum geht's denn? Ich meine, kommen Sie deshalb oder worum geht's? Wir sind von der Mordkommission. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Können wir uns irgendwo hinsetzen? Ja, bitte. Und was hat mein Mann mit der Mordkommission zu tun? Eine junge Frau ist in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden und das letzte Telefongespräch, das sie geführt hat, war mit ihrem Handy. Ja, und? Sagen Sie bitte nicht ja und. Die Frau ist erwürgt worden. Ihr Name war Sigrid Westphal. Und wir haben Grund zu der Annahme, dass sie die Geliebte ihres Mannes war. Und mein Mann soll sie getötet haben. Und warum? Weil sie seine Geliebte war? Hören Sie doch auf. Oder wollen Sie anfangen, sich selbst zu belasten? Ich? Wieso ich? Hätten Sie keinen Grund gehabt, die Geliebte ihres Mannes umzubringen? Wir werden Sie Zeugen gegenüberstellen, die möglicherweise gesehen haben, dass Sie in das Haus gegangen sind. Und wenn Sie da in der Küche waren, dann können wir das auch beweisen. Und zwar mit Ihren Fingerspuren an einem Kochtopf und an einem Herdschalter. Aber sie war schon tot. Sie lag auf der Couch und war tot. Frau Gropius, wir werden Sie jetzt mitnehmen aufs Polizeipräsidium. Ja? Nein, Sie sind hier. Sie verdächtigen mich des Mordes an deiner Geliebten. Sie nehmen mich mit ins Präsidium. Verbinden Sie mich mit der Mordkommission. Wie, mit welcher? Damit der, die den Fall Sigrid Westphal bearbeitet. Ja, spreche ich mit dem Chef? Es geht um meine Frau, sie... Gropius, mein Name ist Gropius. Sie haben eben meine Frau festgenommen. Lassen Sie sie gehen. Sie hat nichts mit dem Tod meiner Freundin zu tun. Bitte, lassen Sie sie gehen. Wer hat denn mit dem Tod Ihrer Freundin zu tun? Ja, wenn Sie es so genau wissen, kommen Sie her, erzählen Sie es uns. Geh mal eine Runde schlafen. Wieso das denn? Weil ich noch gar nicht im Bett war. Hagen Gropius hat angerufen mit unserem Lieblingssatz. Ich war's nicht. Ja, aber auf seine Frau bezogen. Und auf sich bezogen ist ihm nichts eingefallen? Nein, aber das ist genau der Punkt. Ja, Heimann, Büro Kress.
Ihr Mann hat angerufen und versichert, dass Sie nichts mit dem Tod von Frau Westphal zu tun haben. Das habe ich auch nicht. Wieso ist er da so sicher? Weil er selber war. Aber dann weiß er auch, dass wir uns an Sie halten. Solange er sich nicht stellt. Ich kann's nicht ändern. Ich war's nicht. Ich kann sowas gar nicht. Was können Sie nicht? Jemanden erwürgen. Trauen Sie das Ihrem Mann zu? Sie müssen nicht antworten, wenn Sie nicht wollen. Mein Gott, warum sollte er seine Freundin umbringen? Weil Frau Westphal ihn verlassen wollte. Sie wollte nach Neuseeland zu ihrem Bruder. Für immer. So, Frau Gropius, fangen wir von vorne an. Als Sie an dem Abend Ihre Wohnung verlassen haben, wo war da Ihr Mann? Mein Mann? Ja, Ihr Mann. Er war auf einer Bereichsleitersitzung seiner Firma. Sie wissen, dass wir das nachprüfen. Ach, Frau Gropius. Wir haben so unendlich viel mit Lügen zu tun. Und Sie lügen ganz schlecht. Also gut. Ich bin zum Haus von Frau Westphal gefahren. Weil Sie vermutet haben, dass Ihr Mann bei ihr ist und nicht auf dieser Bereichsleitersitzung. Sein Wagen stand da. Ich habe gewartet. Und dann kam er aus dem Haus gelaufen. Ihr Mann, ist das richtig? Als er dann weggefahren war, bin ich rein und wollte Frau Westphal zur Rede stellen. Ja, die Tür war ja offen. Ich bin dann kurz in die Küche, weil etwas überkochte. Und dann habe ich sie gefunden. Im Wohnzimmer. Auf der Couch. Frau Gropius, was haben Sie in diesem Augenblick gedacht? Dass mein Mann Sie umgebracht hat. Sie waren es, der mir die ganze Zeit nachgefahren ist. Sie kennen mich? Ja. Die Polizei hat mir Ihr Foto gezeigt. Dass Sie sich mir unter die Augen trauen. Sie haben gedacht, die Polizei verfolgt Sie. So dachte ich das. Wir brauchen uns doch beide nichts vorzumachen. Die Polizei geht davon aus, dass einer von uns beiden Sigrid umgebracht hat. Und was wollen Sie von mir? Warum sind Sie mir nachgefahren? Wenn man mit einer verheirateten Frau zusammen ist, dann lebt man auch immer irgendwie mit ihrem Mann. Ob man will oder nicht. Ich weiß immer noch nicht, was Sie von mir wollen. Ich wollte Sie kennenlernen. Tja, vielleicht hätten Sie den Wunsch etwas früher haben sollen. Wenn Sie glauben, dass ich Ihre Frau umgebracht habe, dann sollten Sie die Polizei rufen.
Wollen Sie Sigrid da beerdigen? Ja. Sie war meine große Liebe. Haben Sie sie auch geliebt? Antworten Sie. Verschwinden Sie. Verschwinden Sie, bevor ich die Polizei rufe. Sie müssen im Protokoll nichts aussagen, was Sie oder Ihren Mann belasten könnte. Ja. Ist unser Problem, Ihnen, Ihrem Mann oder wem auch immer, den Mord an Frau Westphal nachzuweisen? Da ist doch kein Band drin, Leo. Ich habe eine. Apparat Heimann, Richter? Danke, einlegen kann ich schon selber. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Sie denken immer noch, ich könnte Frau Westphal umgebracht haben? Gut, bringen Sie ihn hoch. Hagen Gropius ist unten. Sie gucken mich an, Frau Gropius. Aber was jetzt passiert ist, weiß ich auch nicht. Aber das kann doch nicht sein, dass für Sie nur mein Mann und ich als Verdächtige in Frage kommen. In so einer Situation kann man sich sehr schnell schuldig fühlen. Auch wenn man gar nichts getan hat. Ja? Das wurde aber Zeit. Meine Mitarbeiter, Herr Heimann und Herr Richter, setzen Sie sich. Durch Ihr Verhalten haben Sie eine denkbar schlechte Einführung bei uns. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. So, und jetzt hören wir von Ihnen die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Sag, dass du es nicht warst. Bitte, Frau Gropius. Frau Westphal und ich, wir waren verabredet. Ich sollte zum Essen kommen. Das sollte vielleicht ein Abschiedsessen werden. Wussten Sie das? Abschiedsessen, wieso? Frau Westphal wollte sich von Ihnen trennen. Und nach der Scheidung von Ihrem Mann wollte sie zu Ihrem Bruder nach Neuseeland. Ist das wahr? Ich wusste das nicht. Ich hatte keine Ahnung. Das schwöre ich. Das mit dem Schwören heben sich mal lieber für später auf. Also, Sie kamen zum Haus Westphal? Ja. Die Haustür war offen. Sigrid lag im Wohnzimmer. Tot. Erwürgt. Und das war's dann, ja? Ja, ich wüsste nicht, was ich Ihnen sonst noch erzählen könnte. Ja, Kreis hier? Nein, nein, wir schicken jemand vorbei. Danke, dass Sie angerufen haben. Wiederhören. Ihr müsst noch mal zum Haus Westphal. Unser Siegel an der Haustür wurde aufgebrochen. Wo ist eigentlich Werner Riedmann? Der hat eine Auszeit. Der hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Wir lassen das mal so stehen. Aber jetzt erklären Sie mir bitte, warum Sie uns nicht angerufen haben, als Sie Ihre Freundin tot aufgefunden haben. Panik. Angst. Angst vor der Entdeckung. Was für eine Entdeckung? Es wäre doch alles rausgekommen. Ich wollte nicht, dass meine... Können Sie das nicht verstehen? Doch. Vielleicht ein bisschen kurz gedacht, aber ja. Und Ihre Frau hat uns nicht angerufen, weil sie glaubte, Sie hätten Ihre Freundin umgebracht. Ja.
Hallo? Und dann, ja, dann bin ich zu Alex Westphal gefahren. Sie kennen ihn? Nein. Ja, woher wissen Sie dann, wo er wohnt? Ich habe Sigrid mal dort abgesetzt. Ja, jedenfalls, dann ist er irgendwann aus dem Haus gekommen. Ich bin ihm gefolgt. Er fuhr zum Friedhof. Zu dem Familiengrab, in dem er Sigrid beisetzen lassen will. Was wollten Sie überhaupt von Herrn Westphal? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wollte von ihm hören, ja, dass er es war. Aber er hat nichts gesagt. Ja, Kassier. Alex Westphal hat sich in seinem Zimmer erhängt. Er hat ein Blatt Papier hinterlassen. Ich habe Sigrid nicht getötet wegen des Geldes oder wegen der Erbschaft. Es war, weil sie meine Liebe mit Füßen getreten hat. Alex Westphal. Wir kommen dann gleich. Alex Westphal war's. Er hat im Haus seiner Frau Selbstmord begangen. Dann können wir jetzt gehen. Ja, die Protokolle mit Ihnen müssen wir schon noch machen. Fangen wir mit Ihnen an, Frau Gropius. Also, Name, Vorname, Mädchenname, Geburtsdatum.